Sally! Komm! Komm, mein Junge! Ein Stückchen weiter sind wir schon wieder. Kann ich dir ein bisschen was zeigen? Hast du gesehen, unsere schöne Folie? Die Seite ist schon fertig, nur vorne fehlt nur so ein bisschen. Aber im Laufe nächste Woche. Komm. Fahnenmäste und da kommt unser Banner dazwischen. Oben kommen natürlich logischerweise nur zwei Fahnen drauf. Und ja. Die Ringböden, die Gummiböden haben wir schon drauf. Jetzt kommt nächste Woche noch die Plane. Hat sich alles so ein Stück weit verzögert. Du brauchst ja immer ein bisschen Material. Ich habe einfach nur die Seile dran gehangen gestern, die sind auch Gott sei Dank gekommen, aber die ganzen Spanner fehlen, die Eckpolster fehlen und wie gesagt, die Bodenplane an sich fehlt. Dann haben wir schon mal gestern so ein bisschen kleinen Unterschlupf aufgebaut. Die Nachtaktion. Hier kommt unsere Feuerstelle hin. Jo. Vorne haben wir die ersten Balken für die Kletterwand, natürlich noch schief, noch nicht einbetoniert, der Sand ist auch schon da und dort liegen die anderen Balken für die ganzen Aktionen, die wir noch bauen hier. Ja, also Zeitplan definitiv ist Ende nächster Woche werden wir es hinbekommen. Material wurde zugesichert, also wenn das Material da ist, verarbeiten ist überhaupt kein Problem. Andere Info nochmal für euch, am 8.7., das heißt nächsten Monat, genau in 4 Wochen, haben wir unser Sommerfest, das heißt Alpha Team Dortmund, das Krav Maga Team feiert mit Alpha Team Fitness zusammen, unten am Fitnessstudio und nicht bei uns oben. Wir laden natürlich alle Mitglieder ein, plus Familie, Freunde. Kommt einfach mal, lernt mal neue Leute kennen. Wir haben mit Sicherheit einen sehr, sehr schönen Abend. Bisschen Musik, bisschen Bierwagen, Grillfleisch ist da. Etliche Überraschungen. Kann ich natürlich jetzt nicht sagen, wäre es keine Überraschung. Verlosen werden wir auch wieder was. Diesmal ein bisschen was Spannenderes. Und wie gesagt, wenn ihr samstagsabends nichts vorhabt, kommt da einfach ab 19 Uhr, geht das los. Nächstes Wochenende haben wir noch einen Lehrgang für Sicherheitspersonal. Das heißt, Fixierung im Stand, Fixierung zum Boden, wie wehre ich mich auf dem Boden, wie fixiere ich Leute auf dem Boden, also Zugriff. Und das ist natürlich als Überschrift eigentlich Sicherheitspersonal. Aber ich sag mal, Leute, die sich auch für Zivilcourage oder Zeche interessieren, sind mit Sicherheit ganz, ganz viele interessante Sachen dabei, wie, ja, wenn ich Zivilcourage leisten möchte, wie mache ich es tatsächlich richtig, ne? Ich meine, egal was ich sehe, einfach blind links irgendwo drauf loslaufen oder sich da einmischen, ist mit Sicherheit nicht immer ein Vorteil. Deswegen gibt es ganz, ganz gute Tipps. Das Seminar werde ich mit Sascha Witzorek machen. Kennt ihr auch mit Sicherheit von uns, ein guter Mann. Auf jeden Fall, was Sicherheit betrifft und auch menschlich, logischerweise. Ne? Ja, das ist so die kurze Info bei der ganzen Geschichte. Ich könnte euch jetzt noch zig Sachen wieder sagen, aber ach, das ist zu viel. Wir haben ja noch Zeit zum Drehen. Und ja, ihr seht, wir kommen langsam voran. Es hängt nicht immer nur an uns. Das ist natürlich immer egal, was du brauchst. Und wenn es nur Spanner für die Seile sind oder die Eckpolster, das dauert halt seine Tage. Und meistens nicht Lieferbau oder irgendetwas in der Form. Wir machen echt schon viel selber und probieren ein bisschen zu improvisieren, aber es soll ja auch professionell sein. Ne? Dann warten wir lieber noch eine Woche, damit das einen Sinn ergibt, die ganze Geschichte. Gut, heute ist echt ein richtig schwüler, kackter Sonntag. Ne? Ekelhaft das Wetter. Aber ich wünsche euch trotzdem einen schönen Sonntag. Ne? Wenn eine Frau auf der Couch liegt, dann macht das einfach. Bis bald. Ciao.